Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lonely. Wir befinden uns hier noch einmal kurz nachdem wir diese andere Welt betreten haben. Ich möchte euch noch auf etwas hinweisen. Zum einen starte ich heute mit einem anderen Aufnahmeprogramm, hoffe, dass wir jetzt das Ruckeln soweit beseitigen oder zumindest auf ein Minimum reduzieren können. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es jetzt klappt. Zudem ist hier ein kleines Detail versteckt gewesen, was ich nicht beachtet habe in der letzten Aufnahme. Guck mal, wenn wir jetzt hier rüber gelaufen sind, hat sich bei der Puppe irgendwas getan. Ihr Arm ist abgefallen, liegt jetzt auf dem Boden. Was zum? Das kam von oberhalb der Stufen. Jawohl, ich glaube, das haben wir letztes Mal nicht überprüft. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass ich zurückgegangen bin. Wir können jetzt aber zurückgehen. Und das dürfte ganz interessant werden. Übrigens kann ich hier, während ich auf diesen Stufen laufe, nicht nach links oder rechts gehen. Ich kann nur hoch oder runter. Fehl mir mal so auf. So, tatsächlich ist nämlich die Tür jetzt plötzlich offen. Na, sieh mal einer an. Und waren diese Zettel oder Fotos oder was auch immer auch schon vorher da dran? Warum quietschst du denn so auf und zu, Mensch? Ich gehe ja schon rein. Verdammt. Ich hatte gehofft, dass es hier wieder nach Hause geht. Was passiert hier nur? Fühl dich doch einfach wie zu Hause. Das hier ist ein Erste-Hilfe-Set. Dieser seltene und überaus praktische Gegenstand wird in solchen Medizinkoffern aufbewahrt. Durch besondere und lebenserhaltende Medikamente können Lebens- und Verstandpunkte erhöht werden. Wie auch bei Verbandskästen oder Beruhigungsmitteln muss das Erste-Hilfe-Set in einem Ruheraum benutzt werden, um eine sichere Steigerung von Tims Werten zu gewährleisten. Wir können keine Erste-Hilfe-Kasten benutzen, während uns ein Gegner verfolgt, wenn ich das richtig verstanden habe. Was machst du da? Eine alte Schaufensterpuppe, die eben auch schon da war. Ist das echtes Blut, welches an ihrem Körper klebt? Ich muss hier raus. Ist wahrscheinlich nur irgendein Irrer, hielt ein abgenutzter Autoreifen, der all das hier inszeniert und überall hier Tomatensaft verteilt. Warum komme ich denn da nicht hin? Oh nö, ich hätte das einsammeln können, aber ich habe das Erste-Hilfe-Set genommen. Jetzt steht die Puppe im Weg und ich komme da nicht mehr rüber. Ganz toll. Das ist ja gemein. Aber hier liegt noch irgendwas. Ich glaube noch ein Erste-Hilfe-Set, oder? Warte mal, wie kann ich das nochmal aufrufen? Hier. Warte. So, jetzt. Nee. Okay. Verbandskasten 2 Erste-Hilfe-Set. Ah, okay. Das ist dann wahrscheinlich einfach mehr zum Verbinden. Kupferschlüssel, wofür war der nochmal gut? Kann ich nicht angucken. Na schön. Hier sieht es aus, als ob randaliert wurde. Alles ist durcheinander und zerstört worden. Überall ist Puppen, die eingesperrt sind. Na gut, dass sie eingesperrt sind. Ist vielleicht besser so. Gut. Also in dieser Aufnahme haben wir noch nicht mit dem Kanalarbeiter gesprochen. Das müssen wir jetzt noch einmal machen. Das werde ich allerdings relativ zügig überspringen, denke ich, weil wir kennen den Dialog ja. Da werden wir noch einmal gegen die und das hoffentlich dann etwas erfolgreicher. Beziehungsweise, oh, habe ich euch jetzt schon etwas vorweggenommen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, denn ich habe noch ein anderes fünftes Video aufgenommen. Dead End. Ein anderes fünftes Video, das nur circa 8 Minuten lang ging und ich dann doch abgebrochen habe, weil ich irgendwie nicht weitergekommen bin. Und was? An der Wand steht Sackgasse, ja, Tatsache. Und weil es dann doch sehr arg geruckelt hat und deswegen ist das jetzt hier die neue fünfte Aufnahme. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vorweggenommen. Ist ja auch egal, ihr habt nichts gehört. So, scheiße, was zum Beispiel in der Welt. Ich befinde mich in einer stinkenden Kanalisation, schon wieder. Doch wie kann das sein? Wie ist das möglich, dass ich direkt von zu Hause hergelangt bin? Weiß nicht. Sollte mich mal hier umsehen. Vielleicht finde ich einige Hinweise, wie ich hier wieder rauskomme. Gegenstände verschieben. Genau. Da muss ich auch noch darauf achten, dass ich das nicht vergesse, dass wir Sachen ja hin und her schieben können. So, erstmal gehen wir hier rein. Oi, nein, jetzt geht das wieder los. Ich dachte, das hätten wir hinter uns gebracht. Oh nein, es liegt also nicht am Aufnahmeprogramm. Mäh, eben hat es doch so gut geklappt in der Testaufnahme. Das ärgert mich jetzt etwas. Na gut. Aber es war zumindest nicht allzu lang.
Zigarette. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich Leute in seinem heruntergekommenen Aufenthalt aufhalten. Ja, nam, 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 nam. Achso, glaube ich, wenn wir den Song... Scheint noch zu funktionieren. Doch, ohne Münzgeld kann ich ja nicht viel machen. Okay, wir müssen also hier zurück, wenn wir noch etwas Geld finden. Ich lasse den einfach mal laufen, mal gucken, was passiert. Und dann machen wir das Radio an. Dieses Lied, was absolut schön klingt. And now we're sitting here. Ja, ich skippe den Text jetzt. Bam, 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 dim, dim, dim. Juhu, erotische Bilder. Moin. Seht euch wieder mit den Tagen. Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe es jetzt mit zwei verschiedenen Aufnahmeprogrammen probiert und ich habe keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich zwei verschiedene Aufnahmeprogramme gleichzeitig laufen lasse, um mein Mikrofon noch aufzunehmen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Eigentlich sollte mein Rechner gut genug sein, um ein RPG-Maker-Spiel ruckelfrei abspielen zu können. Sie können doch nicht einfach... Und weg ist er. Ich kann nicht einfach tatenlos rumsitzen. Vielleicht sollte ich mal nachsehen. Gut. Ich mach das mal wieder aus. Ich weiß jetzt gar nicht... Inwieweit die letzte Folge, die ihr gesehen habt, noch hier weiterging. Hey, Mr. Johnny. Verdammt, wo steckt er bloß? Ich wusste, das war ein Fehler. Und so weiter und so fort. Ja, na, kann ich so recht glauben. Bla, 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 bla. Was war das? Geräusch, Metallkratzen, nicht gut. Finden wir nicht gut. So. Ah, genau. Wir müssen jetzt etwas finden. Widerlich, hier liegt eine tote Ratte. Es sind wirklich so viele Details hier auf diesen Karten. Und die sind generell so dreckig, dass ich... Oh nein, jetzt fängt das schon wieder an. Es tut mir echt leid, weil ich habe keine Ahnung, was ich daran noch ändern soll. Dann ruckelt es halt ein paar Sekunden, dann kann ich es nicht ändern. Dann muss ich dann in Gefahrensituationen kurz ins Menü gehen und... Nein, es bringt nichts. Es bringt nichts, es ruckelt dann auf der Karte trotzdem weiter. So, jetzt hat es sich wieder beruhigt. Das sind dann so 10 Sekunden, die wir ertragen müssen. So, hier war... Oh, waren wir hier schon? Ich glaube nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Streichhölzer und irgendwas. Beruhigungsmittel. Gut, wir sind noch bei 92 Verstand. Ich kann nicht sagen, ob das Blut oder Farbe ist. Jedoch ist dieser Handabdruck ziemlich beunruhigend. Gut, sonst ist hier nichts weiter von Interest. Jetzt kommt gerade draußen die Sonne raus, das ist ein bisschen unatmosphärisch, aber ich kann halt leider nicht immer bei Nacht spielen, es tut mir leid. Oh, was ist denn hier los? Sieh an! Ein Bettchen an der Kanalisation sagt mir, dass dieser Raum zur Erholung dient. Mein Vater arbeitet als Kanalarbeiter und hat uns schon so oft über einen Ruheraum berichtet. Er selbst hat ihn häufig benutzt, wenn die Arbeit im Untergrund länger als gewöhnlich ging. Das Bett sieht zwar etwas heruntergekommen aus, aber seinen Zweck dürfte es trotzdem erfüllen. In diesen Räumen ist es möglich, sich von grausamen Strapazen, die Tim auf seiner Reise widerfahren, zu erholen. Sobald die nötigen Objekte vorhanden sind, kann man diese an einem Bett benutzen. Auch das Speichern in einem solchen Zimmer ist immer möglich. Das finde ich sehr gut. Hätte ich diesen Raum früher entdeckt, dann hätte ich auch nicht nochmal alles spielen müssen. Nun gut, jetzt ist es so. Da können wir hierhin auch immer wieder zurückkommen, das finde ich toll. Aha, ich verstehe. Das ist also gemeint, wir können nur in einem solchen Raum unsere Sachen benutzen. Das ist natürlich echt fies. Aber gut. Gut, die sind also auch gekennzeichnet. Ruheraum. Sehr schön. Und hier ruckelt es wieder.
Da ist die Tür angelehnt. Ich würde vermuten, dass wir dort wieder das Grauen finden. Ich werde versuchen, das jetzt einfach zu ignorieren mit der Ruckelei, bis es vorbei ist. Dauert ja in der Regel nicht allzu lange, aber trotzdem nervt es. Genau, da war etwas. Irgendeine Spritze erhalten. Ich glaube, das ist ein Gegengift. Hier ist nichts weiter als stinkender Müll. Ich weiß gar nicht, ob das, was jetzt kommt, ob ihr das schon kennt. Ich weiß es ehrlich nicht mehr. Wir werden es einfach nochmal machen und ich weiß gar nicht. Ich tue einfach so, als wüsste ich nicht, was es ist. Oh mein Gott, und unser Verstand ist um 12% gesunken. Das ist eine echte Leiche. Der Körper ist kaum wieder zu erkennen. Wer hat ihn nur so zugerichtet? Na? Ist das etwa Johnny? Es kann aber auch jemand anders sein. Egal wer es war, es ist schon grausam und schlimm genug, dass überhaupt eine Leiche hier unten liegt. Ich wusste, dass mit diesem Ort etwas nicht stimmt. Es hat alles mit diesem Horror angefangen, als ich den furchtbaren Traum hatte. Ich muss schleunigst einen Weg hier rausfinden, denn ich habe das schlimmste Befürchtung, dass derjenige, der für dieses Gemetzel verantwortlich war, auf jeden Fall noch hier ist. Ich brauche eine Waffe. Wie wär's denn damit? Hier liegt ein Brecheisen. Dieses muss der verstorbenen Person gehört haben. Er wusste auf jeden Fall, was hier unten abgeht. Ja. Damit kann ich auf jeden Fall viel Schaden anrichten, falls mich jemand oder etwas angreifen will. Eventuell könnte ich mit dem Ding auch einige Hindernisse wegräumen, die mir den Weg versperren. Ja, und jetzt warte ich ganz kurz, bis sich die Frames wieder beruhigt haben. Also, wenn ich will das gar nicht mehr erwähnen. Waffe benutzen aufgrund der Blablabla, das weiß ich schon. Ich sollte echt vorsichtig sein und die Augen aufhalten. Was war das? Scheiße, was zum Teufel ist das? Bleib weg, du Vieh! Ein Schleimblob! Ein Schleimblob! Huch! Dieser Körper, ich kann ihn ansprechen, während ich angreife. Das ist doof. Da ist noch ein Schleimblob. Schleimblobse! Dü, 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 dü. Na, komm her, Baby. Komm her. Achso, er ist um die Ecke. Aua, aua, aua. Das war gemein. Okay, die vertragen nur ein, zwei Schläge. Das ist gut. Das ist gut, gut. So, wir haben... Ah, die ziehen uns auch Verstand ab. Ich sehe es schon. Leben haben wir noch 92, also so stark sind die nicht. Gib Acht auf die grünen, braunen Pfützen. Diese schleimigen Kreaturen verunreinigen diesen Ort mit ihrem giftigen Speichel. Aha. Bedrohliche Zustände. Einige Kreaturen und bestimmte Umgebungen können lebensgefährliche Zustände bei Tim auslösen, die für sein Leben sowie für seinen Verstand schädlich sind. Bei Vergiftungen werden die Lebenspunkte angegriffen und Tim agiert deutlich langsamer. Somit ist er ein leicht angreifbares Ziel für die Gegner. Durch ein Gegengift wird das Gift neutralisiert. Es kann im Ruheraum sowie an jedem anderen Ort verwendet werden. Ach, das kann auch an jedem anderen Ort verwendet werden. Ich verstehe das Ganze noch nicht so ganz. Beachte, wenn dieser Zustand erreicht ist, so können Speicherbücher nicht mehr verwendet und bestimmte Aktionen nicht getätigt werden. Erst wenn sich Tims Gesundheit stabilisiert hat, ist ein normaler Speicherablauf wieder möglich. Gut. Kommen wir da... Hallo? Kommen wir da rein? Brecheisen? Mit dem Brecheisen müsste es klappen. Tada! Cool. Ja, hier waren wir auch schon mal. Dort wurde ein Graffiti an der Wand geschmiert. Zu sehen ist diese widerliche Kreatur, die mich vorhin angegriffen hat. Die Frage, ist es nicht süß, wurde darüber geschrieben. Keinesfalls ist dieses Ding süß. Ach doch, doch schon irgendwie. Der Schrank ist so verzogen, dass es unmöglich ist, ihn zu öffnen. Ist die Tür rausgebrochen? Aus dem Karton tropft eine stinkende Flüssigkeit. Sonst hier irgendwas von Interest? No? Wofür haben wir das dann aufgebrochen? Na gut. Okay, das heißt, wir müssen aufpassen. Das habe ich beim letzten Mal nicht bedacht, dass diese Pfützen uns sauer machen. Hier ist noch... Oh, Moment. Warte, warte, warte. Nee. Aber jetzt komme ich hier nicht mehr vorbei. Doof. Kann ich das auch seitlich schieben? Nein. Scheint verschlossen zu sein. Auf dem Türschild steht Archivleiter Sektorleiter H. Lloyd. Das ist mein Vater. Hinter dieser Tür kümmert er sich sicherlich um den ganzen Schreibkram, der anfällt. Ich weiß gar nicht, ob ich da einfach so reingehen kann. Schließlich müssen sich vertrauliche Akten über Mitarbeiter und sonstige arbeitsinterne Sachen darin befinden. Ich habe ja auch keinen Schlüssel. Ja. Na schön. Ich guck mal, wie weit ich das Ding ziehen kann. Jetzt komme ich auf jeden Fall auch nicht daran vorbei.
Ich ziehe das einfach mal ein bisschen. So. Verschlossen zu sein auf dem Tisch schild auch Age-Lloyd. Er hat also... Entweder ist das ein ziemlich großer Raum oder er hat... Genau. Oder er hat einfach nur... Oder zwei Büros, wollte ich sagen. So, da drüben kommen wir scheinbar nicht hin, weil da diese hässliche Pfütze im Weg ist. An manchen Stellen kann es vorkommen, dass Tim in besondere Auseinandersetzungen gerät, die ihm schaden. Hierbei müssen verschiedene Tasten gedrückt werden, um sein Überleben zu sichern. Die jeweilige Taste erscheint umgehend über Tims Kopf und muss so lange gehalten werden, bis die gefährliche Situation entschärft ist. Erscheint eine Taste jedoch nur einmalig, dann sind gute Reflexe gefragt. Gelingt die richtige Eingabe auf der Tastatur, so weicht man jeder tödlichen Gefahr erfolgreich aus. Gelingt dies nicht, so endet das Spiel augenblicklich. Oh mein Gott. Das heißt, Quicktime-Events gibt es hier auch. Vermutlich gleich. Au. Ich halte doch. Ach so, ich bin doof. Okay, das ist jetzt natürlich doof gelaufen gerade, weil die Frames wieder eingebrochen sind. Gegengift benutzen? Gerne. Ich bin doof. Ich bin das so aus Resident Evil und Konsorten gewöhnt, dass ich nicht gedrückt halten muss, sondern dass ich dann wiederholt drücken muss. Das habe ich gerade gemacht. Nein, wir müssen hier gedrückt halten. Böser Fehler. Ich wüsste ja gerne, inwiefern uns die Sachen... Moment. Machst du? Hallo? Wieso schließt der jetzt das Inventar nicht mehr? Hallo? Achso, weil ich doof bin. Wie viel die Verbandskästen und so heilen und so weiter. Oh, Leute. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich nochmal speichern und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Lonely. Ich laufe dann gleich zu dieser Stelle nochmal zurück. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.